Hallihallo ihr Lieben, hier ist die Natalie mit zwei neuen Karten für den 15. März 2012. Zum einen aus dem Kartendeck der himmlischen Helfer von der Dream Virtue. Und zum anderen kommen die Einhörner mal wieder zu Wort heute. Also, da kam zuallererst die heilige Agnes von Rom. Die heilige Agnes von Rom, die spricht davon, dass wir keinerlei Kompromisse eingehen sollen. Das klingt jetzt erstmal hammerhart egoistisch. So ist es aber nicht gemeint. Es ist so, dass wir unseren Herzenswünschen und unseren Vorstellungen, wie wir es wirklich, wie wir unser Leben haben möchten, leben möchten, welchen Partner wir haben möchten, welchen Beruf wir haben möchten, wie wir uns umgeben, mit was, mit wem. Es ist wirklich wichtig, dass wir da ganz ehrlich und klar uns selbst gegenüber sind. Die Karte knüpft auch wieder an die Botschaften, die vorher kamen, in den letzten Tagen mal. Seid euch einfach vollkommen dessen klar, dass ihr wirklich keine Kompromisse eingehen müsst. Ihr könnt definitiv das haben, sein, tun, wollen, was ihr euch wirklich von Herzen wünscht. Es gibt nahezu wirklich absolut keine Begrenzungen und das wollen sie euch wissen lassen. Die liebe Agnes sagt, es ist so, dass ihr ja hier angetreten seid, um euer höchstes Wohl zu leben und um in größtmöglicher Freude hier zu leben. Und da gehört es nicht dazu zu sagen, ach, das geht nicht und jenes geht nicht und dieses geht nicht und dann wenn, dann geht überhaupt nur das und dann fahrt ihr da irgendwie so mit halber Kraft und ja, so, wie soll ich sagen, also einfach wirklich nicht besonders zu eurem höchsten Wohl und das ist einfach nicht angezeigt. Wir dürfen jetzt lernen, das ist ja ganz grandios, wie ich finde, dass wir gemäß unseren absoluten, vollkommenen, tollsten, kühnsten Herzenswünschen auch leben dürfen. Und das wirklich peu à peu umsetzen dürfen jetzt. Jetzt ist wirklich die Zeit. Also ich persönlich merke gerade im Moment, dass unheimlich viel sich tut. Dass viele Dinge sich zeigen. Dass sich schon sozusagen da die Möwen zeigen. Das Land ist vielleicht noch nicht ganz in Sicht, aber die Möwen sind schon da, im übertragenen Sinne beschrieben. Und mir ist vollkommen klar, jetzt ist bald wirklich Land in Sicht. Und ich freue mich schon ganz toll drauf, aber es ist eben wichtig, dass man seinen Vorstellungen treu bleibt, das will sie sagen, die liebe Agnes. Und wenn ihr irgendwie auf Suche seid nach einem Partner, der vollkommen zu euch passt, ist auch die heilige Agnes übrigens eine gute Helferin, die ihr da um Unterstützung bitten könnt, diesbezüglich. Zur nächsten Karte, die Vorstellung, die Einhörner, das passt natürlich wunderbar zur ersten Karte, also sollen keine Kompromisse eingegangen werden, sich da irgendwie schlechter aufzustellen, als man eigentlich wollte, in jedweder Hinsicht. Und sie sagen, deswegen ist es ganz wichtig, um eure Herzenswünsche wirklich Wirklichkeit werden zu lassen oder lassen zu können, ist es wichtig zu wissen, was ihr wollt. Und beschleunigt wird das ganz, ganz sicher und ganz stark dadurch, dass ihr euch absolut einfühlt in eure Wünsche. Also wirklich euch die Mühe macht, euch das wirklich in all den schönsten Farben vorzustellen, wie ihr es haben wollt, euch richtig einzufühlen. Und es ist das Wichtigste, was ihr üben könnt, Gefühle zu fühlen, die mit dem übereinstimmen, was ihr euch wünscht. Also, wenn ihr euch ein wunderschönes Haus wünscht beispielsweise, dann seid ihr aufgerufen, euch dieses Haus in allen kleinsten Details, also sagen ihr Freude habt, euch das Haus vorzustellen und nicht irgendwie in den Mangel abrutscht, seid ihr aufgerufen, euch das Haus in den wirklich im kleinsten Detail vorzustellen und wirklich zu sehen, wie ihr durch dieses Haus lauft und zu riechen, wie es in diesem Haus riecht beispielsweise schon und zu gucken, wie die Farben aussehen und wie sich das anfühlt, da durchzulaufen und was ihr empfindet und welche Freude ihr dabei empfindet und wie toll ihr euch dabei fühlt, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt plötzlich mehr Platz oder ihr habt einen wunderschönen Garten, wo ihr einfach alle Dinge anpflanzen könnt, die ihr wollt und
Allein schon diese Freude, da durch diesen Garten zu laufen, virtuell. Gönnt euch da wirklich Zeit, euch die Dinge in aller Schönheit vorzustellen. Und wirklich denkt euch da bitte nicht klein, sondern denkt wirklich genau das so, wie ihr es haben wollt. Und ihr werdet sehen, es kann durchaus passieren, dass das Ganze sogar noch besser wird, als ihr euch das vorgestellt habt. Auf euer Gefühl kommt es an, dass ihr euch innerlich reich und ganz toll fühlt, dass ihr einfach wisst, es ist schon da, dass ihr euch so rein versetzt in das, was ihr euch wünscht, dass die Schwingungsfrequenz sozusagen sich komplett angleicht an den bereits erfüllten Wunsch, gefühlsmäßig. Das muss definitiv übereinstimmen, das kann man absolut üben und das ist grandios, weil ihr dann wirklich in Turbogeschwindigkeit die Dinge zu euch zieht und in die Manifestation, ins Sichtbare, Greifbare, Bewohnbare, wie auch immer, kommt und ihr könnt dann wirklich auch den Lohn eurer Mühen langsam einstreichen und da kommt nochmal der Hinweis, falls es irgendwie sich um einen neuen Partner handelt, den ihr euch wünscht oder um eine Verbesserung eurer Beziehung, die ihr euch wünscht, dann ist auch da der beste Weg, den ihr einschlagen könnt, euch gefühlsmäßig auf das Allerbeste einzustellen und dieses Gefühl der Freude ganz besonders zu fühlen. Auch wenn ihr schon einen Partner habt und da eine Verbesserung wünscht, dann ist es extrem wichtig, dass ihr wirklich den Fokus auf all die Wesenszüge eures Partners legt, die euch an ihm gefallen. Irgendwas wird es dann schon sein, hoffe ich jetzt für euch. Und die Sachen, die euch nicht so gefallen, einfach mal ganz unauffällig unter den Tisch fallen lasst. Ihr müsst jetzt nicht plötzlich alles super toll finden, ihr sollt auch schon ehrlich sein dabei. Aber die Sachen, die euch wirklich gefallen, die sollt ihr ganz, ganz stark in euren Fokus nehmen. Und dann wird auch das wesentlich besser, dieses Zusammenleben mit eurem Partner, weil dann verstärkt er all das, was ihr so liebt, an eurem Partner. Und dann, wenn ihr euch die Situation insgesamt als geheilt vorstellt und das wirklich auch im Einzelnen und in allen Einzelheiten besser gesagt, dann kann es auch da nur sehr gut und besser werden. Also. Und wenn ihr euch da überfordert fühlt, dann übergebt auch euch eure Lebensbereiche wieder den Lieben im Universum. Solltet ihr da eben überhaupt hinten und vorne nicht zufrieden sein, erstmal, dann gebt das zu. Seid ehrlich euch gegenüber und gebt das dann ab. Und dann sucht ihr im dritten Schritt das, was euch an eurer jetzigen Situation in irgendeiner Form gefällt. Und die Sachen pickt ihr einfach alle raus. Und verstärkt euren Fokus drauf. Und dann kann die Energie in Fluss kommen und dann werden sich die Dinge zu euch in Bewegung setzen, die ihr euch wünscht. So rum funktioniert das also. So, ihr Lieben, und dann wünsche ich euch genau mit dieser Vorstellung und mit all dem, was da auf euch zukommt, einen wunderschönen Donnerstag. Genießt wirklich, euch da gefühlsmäßig reinzubegeben und badet euch richtig in diesem schönen Gefühl, hier und jetzt schon zu fühlen, wie schön eure Zukunft ist, bereits in schwingungsmäßiger Form schon manifestiert ist. Und wie gesagt, ganz, 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 ganz viel Spaß dabei. Und dann freue ich mich natürlich auch wieder auf euch und auf morgen. Tschüss!